Hallo zusammen, heute beginne ich mal mit einer kleine Anekdote und vielleicht kommt der ein oder andere schon auf das Thema. Na gut, ihr habt wahrscheinlich auch Überschrift gelesen und Thumbnail. Versucht euch mal da rein zu versetzen, ihr müsstet einen Weitwurfwettbewerb machen mit einem schweren Stein, so wie es die Schotten früher gemacht haben. Richtig schön weit werfen. Und vor euch erstreckt sich jetzt nun das Feld, wo ihr reinwerfen könnt. Und ähnlich wie beim Kugelstoßen gibt es Marker. Und ihr habt hier, sagen wir mal, 6 verschiedene Marker, wie ein Schulnotensystem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann Open End. Und ihr müsstet jetzt den Stein werfen. Ihr wisst nicht genau, wie weit ihr ihn werft, ihr kennt nicht eure Tagesform. Und da es ja ein schwerer Stein ist und es eine gewisse Anstrengung ist, kann man da jetzt nicht so genau zielen wie beim Dart, dass man da genau in irgendein Feld trifft. Was würde euch grundsätzlich schwerer fallen, wenn ihr genau in Feld Nummer 5 reinwerfen müsstet? Oder wenn ihr einfach so weit werft, wie ihr könnt? Heißt, einfach gucken, wie weit ihr kommt. Rein von dem Ziel her. Natürlich, so weit kommt, kann auch sein, dass ihr in Feld 5 landet. Vielleicht auch mancher Loser von euch nur in Feld Nummer 3. Die anderen vielleicht in das Open-End-Feld hinter 6. Aber könnt ihr euch vorstellen, was schwerer ist? Und das ist ja eigentlich eindeutig. So weit schmeißen, wie man kann, kann jeder. Selbst wenn er, wie gesagt, nur bis zur 2 kommt. Aber ohne, dass er genau weiß, wie er heute drauf ist, wie viel Kraft er hat, vor allem im Verhältnis zu diesem Klotz, ohne dass man es einschätzen kann, genau zu wissen, dass ich da in die 5 reinkomme, das ist grundsätzlich natürlich schwieriger. Was hat das Ganze jetzt mit dem Training zu tun? Das ist eines der wichtigeren Argumente von der großen Kanaldiskussion, die es immer gibt, und der heutigen YouTube-Diskussion. Und zwar rund um das Thema 2-mal die Woche den Muskel trainieren, dafür nicht ganz so hart, oder maximal den Muskel durchhämmern im Training und dafür mehr Recovery-Zeit lassen und nur einmal die Woche trainieren. Es heißt ja immer, vor allem auf der Gegenseite, und dazu kommt bald auch ein Video raus, zu der großen Studie, die da dem zugrunde liegt, dass die Proteinsynthese besser darauf vorbereitet ist, den Muskel 2 bis 2,5 Mal die Woche zu trainieren und sich dann besser erholt. Gleichzeitig sagt man natürlich, dass man das Trainingsvolumen aufteilt, den Muskel nicht ganz so zerstört bei dem einzelnen Training, denn sonst kommt man ja auf den Teufelsküche. Gerade wenn ihr einen Dreier-Split oder einen Zweier-Split fahrt, dann müsst ihr sehr oft trainieren. Und dann blockiert man sich ja auch mit den anderen Muskeln und der Recovery-Zeit und so weiter. Und deswegen macht man nicht mehr ganz so krasse Trainingseinheiten. Ihr könnt den Rücken ja auch nicht so heftig trainieren mit so viel Volumen, wie wenn man es nur einmal die Woche macht und nur den Rücken habt, wenn ihr am gleichen Tag auch noch Bizeps habt oder sogar noch Teile des Beins dazu und dergleichen. Und dann kommen wir zu anderen Begriffen wie ein paar Reps in the Tank lassen. Das heißt, ihr werdet nicht bei jedem Satz bis zum absolut letzten gehen. Das heißt, grundsätzlich, euer Workload ist nicht ganz so groß, aber auch eure Anstrengung in den einzelnen Sätzen nicht mehr ganz so groß. Und genau das Beispiel ist gleichzusetzen mit unserem Steinwurf. Ihr versucht nun, in einem relativ hohen Bereich zu landen, bei 5 oder bei 6. Das heißt, ihr sollt schon einen Reiz setzen, ihr müsst euch schon anstrengen, aber ihr sollt euch nicht zu viel anstrengen. Und das ist relativ schwer. Einfach nur alles zu tun, was man kann, und dann hat man eine Woche Recovery, ist natürlich leichter. Es ist zwar anstrengend während der Einheit, aber ihr geht auf Nummer sicher. Das heißt, selbst wenn ihr nach 4, 5 Tagen schon wieder bereit wäret zu trainieren, wenn ihr mal den Rücken so richtig durchgehämmert habt, dann werdet ihr trotzdem nicht katabol in den letzten 2 Tagen, geht auf Nummer sicher, seid aber definitiv nach 7 Tagen wieder regeneriert und dann geht's weiter. Was ist, wenn ihr jetzt aber den Stein auch nur ein bisschen zu weit werft und im Feld Nummer 6 landet oder noch weiter oder ein bisschen zu kurz? Es gibt also das doppelte Risiko, dass ihr die 5 nicht genau trefft. Bei dem anderen gibt es das eigentlich nicht. Aber hier gibt es das Risiko, dass ihr zu hoch oder zu niedrig landet. Landet ihr zu niedrig, habt ihr keinen ausreichenden Reiz gesetzt. Und da ihr sowieso schon nicht an die Grenzen gegangen seid, so richtig an die Grenzen, so wie ihr es tun würdet bei einem Mehrfachsplit, habt ihr das Problem, dass ihr dann wahrscheinlich zu niedrig seid. Weil 4 und drunter ist natürlich nicht besonders doll. Heißt, der Reiz bleibt vielleicht aus. Habt ihr das aber übertrieben, seid ihr nicht rechtzeitig wieder erholt vor dem nächsten Training und entweder euer ganzer Plan verschiebt sich, weil ihr das Training verschieben müsst, oder
Ihr trainiert dann auch noch nicht erholt und das kann nicht nur Verletzungsfolgen haben, sondern auch dazu führen, dass ihr einfach nicht so viel aufbaut, weil ihr den Muskel stresst, bevor ihr sich erholt habt. Das heißt, ihr habt hier überall Risiko. Warum nicht einfach dann zur Not ein bisschen Potenzial eventuell verschenken? Bisschen, wenn überhaupt. Aber dann auf Nummer sicher gehen und ihr müsst nicht dieses Dartspiel daraus machen. Das ist eines der großen Argumente und ich glaube, das leuchtet euch vor allem ein, wenn ihr mal darüber nachdenkt. Ich meine, wie sieht denn so ein Training aus, wenn man nicht genau weiß, wie viel Wiederholung man noch könnte? So, komm, jetzt mal richtig. Aber nicht bis zum Schluss. Los, los. Weiter, weiter. Aufhören kann es nicht mehr. Na komm, komm. Eine noch. Aber nicht jetzt. Na los, jetzt gib nochmal alles. Fast. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil manchmal bin ich auch in der Trainingseinheit überrascht, dass ich doch eine Wiederholung mehr geschafft habe. Aber das weiß ich natürlich nicht, wenn ich immer versuche, zwei vorher aufzuhören. Das ist rein spekulativ. Und das ist für mich einer der sinnvollen Gründe, warum man grundsätzlich eher einmal die Woche trainieren soll und dafür auf Nummer sicher gehen. Und auch die Regeneration stimmt wieder. Ihr wisst, großes Thema hier. Und viele von euch merken jetzt, wie erfolgreich das Ganze sein kann. Aber dafür könnt ihr alles geben. Und das macht auch noch mehr Spaß, den Rücken mal so richtig kaputt zu machen, statt einfach nur drei Übungen und zu wissen, na gut, ich könnte noch. Aber ich muss ja noch den Trizeps und die Schultern und die Brust und so weiter. Das macht weniger Spaß. Also, das sind alles für mich wichtige Gründe, warum ich definitiv nicht davon wegrücken werde, einfach die Muskeln mal so richtig auszuschöpfen. Genauso könntet ihr euch natürlich fragen, angenommen, ihr müsstet in eurer Klausur exakt eine 2- machen. Wie schwer wäre das, statt einfach nur euer Bestes in der Klausur zu geben? Tja, es gibt genug Beispiele. Sagt mir mal, was ihr von diesen Beispielen haltet und ob ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht habt und grundsätzlich, was ihr von diesem Thema haltet. Seid ihr auch eher die Vertreter und bei euch funktioniert das mit dem 2-mal die Woche und dafür immer so ein bisschen am Rande bleiben? Oder gebt ihr auch lieber Vollgas und dann regeneriert ihr einfach ein bisschen mehr? Schreibt es in die Kommentare, ich freue mich darauf. Das war so ein kleines Statement, jetzt geht's ins Training und ja, ich habe ja noch einen Schluck Booster. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, schaut euch die anderen Videos an und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Bis dahin, macht's gut, euer Botti.